In dem letzten Video, das ich jetzt auch hier nochmal kurz einblende, haben wir auf der Plattform Venus, das war ein Money Market, unsere BNB-Tokens eingelegt, um dann damit Zinsen zu bekommen. Und ich hatte ja auch erzählt, dass wir zwei verschiedene Zinsen bekommen. Einmal bekommen wir Zinsen in Form von BNB und dann bekommen wir auch Zinsen in Form von XVS-Tokens, in Tokens, die von der Plattform Venus selber ausgegeben werden. Und diese Tokens, die von der Plattform selber ausgegeben werden, die haben uns ja ermöglicht oder die ermöglichen uns ja am Voting-Prozess auf der Plattform teilzunehmen. Das heißt, wenn sich die Plattform weiterentwickeln soll und sich dadurch Änderungen ergeben, dann stimmt die Community, die diese Plattform benutzt, gemeinsam darüber ab, ob diese Änderungen implementiert werden sollen. Und das Ganze läuft über ein Voting und derjenige, der die meisten Venus-Tokens hat, der hat auch die Stimmenmehrheit, beziehungsweise je mehr Venus-Tokens man hat, desto mehr Stimmen hat man in diesem Voting-Prozess. So, und jetzt kann man natürlich sagen, was interessiert mich dieses ganze Rumgevote da? Weil ob das jetzt diese oder jene Änderung ist, wenn mir die Plattform nicht mehr gefällt, dann gehe ich einfach. Und das ist tatsächlich auch ein ganz gutes Argument, denn das Voting kostet bei manchen Plattformen sogar auch Gasgebühren, wie zum Beispiel bei Ethereum. Und das ist dann einfach für jemanden, der die Plattform nur so ein bisschen benutzt, der nicht so viele Assets im Spiel hat, wahrscheinlich auch vollkommen uninteressant. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe Assets im Spiel, die jetzt in die Millionen gehen und es ändert sich irgendwas auf der Plattform, was mir nicht gefällt, dann ist es sicherlich viel interessanter, da auch beim Voting mitzumachen. Das Voting selber ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Nur die Tokens, die spielen in unserer Strategie die entscheidende Rolle. Und das ist etwas, was viele User komplett übersehen, die nicht im DeFi-Bereich unterwegs sind, sondern einfach nur ihre Assets hodeln. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf den Yield Farmer Chat. Das hatte ich ja hier in einem der Videos gezeigt. Der Chat, der hier also der Yield Farmer ist, der pflanzt Tokens in fruchtbaren Protokollen und entspannt sich, während sein Ertrag wächst. Und außerdem bekommt er Governance-Tokens for his hard work. Das heißt, das sind eben genau die Tokens, über die ich gesprochen habe, jetzt gerade beim Venus-Protokoll. Das ist nämlich nicht nur typisch für das Venus oder spezifisch für das Venus-Protokoll, für die Plattform, dass es diese Tokens gibt und das Voting, sondern nahezu alle Decentralized Finance-Plattformen haben auch Tokens, mit denen man voten kann. Und diese Tokens heißen Governance-Tokens. Und auf die sind wir scharf. Das ist der entscheidende Faktor in unserer ganzen Strategie. Denn diese Tokens bekommen wir für das, was wir da tun, geschenkt. Das heißt, ich zeige jetzt auch mal ganz kurz die Idee, die Wertschöpfungskette, die dahinter steckt. Und zwar, gerade mal die, so sieht das aus. Die Wertschöpfungskette besteht darin, dass wir hier unsere Tokens haben. Und das sind die Coins und Tokens, die wir gekauft haben, mal, weil wir die hodeln wollen. Das heißt, wir haben die sowieso in unserem Wallet und es ist eigentlich total egal, ob wir die in dem Wallet haben oder ob wir die in irgendwelchen Plattformen für uns arbeiten lassen. Denn wir wollen diese Tokens ja nicht verkaufen in absehbarer Zeit, weil wir ja denken, die werden im Wert steigen. Das heißt, die Strategie, über die wir jetzt sprechen, ist besonders für den Bear Market geeignet, wenn wir nämlich auf unseren Tokens rumsitzen, weil gerade die Kurse alle eingestürzt sind und sich das zieht und zieht und zieht, bis es endlich wieder hochgeht. Genau das ist die Stunde des Yield Farmens. Aber im Bull Market, wenn die Kurse durch die Decke gehen, dann ist das Ganze auch spannend, weil nämlich dann diese Governance Tokens, die wir bekommen, auch im Wert in der Regel steigen. So. Also, entscheidender Punkt in unserer Strategie, die Governance Tokens, die häufig übersehen werden, weil alle denken, Voting, pff, was habe ich damit am Hut, ob jetzt auf der Plattform dies oder jenes passiert. So, darauf sind wir scharf, die wollen wir haben. Aber ganz, ganz wichtig, niemals werden wir diese Tokens kaufen, weil wir bekommen diese Tokens geschenkt und alle anderen auch.
Das heißt, die Leute, die diese Tokens kaufen, kaufen die von Leuten, die die Tokens geschenkt bekommen haben. Und das ist irgendwo, wenn man sich das vor Augen führt, ein bisschen doof, weil man muss eigentlich dahin, dass man die auch geschenkt bekommt. Und das heißt, wir müssen uns anschauen, wo kommen diese Tokens her, wie kommt man an die ran. Und da gibt es verschiedene Quellen. Ich habe jetzt mal hier 4 Beispiele aufgeschrieben. Und zwar sind das die Airdrops, das Staking, die Launchpads und das Lending. Und über das Lending haben wir in dem letzten Video gesprochen. Ich blende das dann hier nochmal ein gleich, dass man sich das auch angucken kann. Lending heißt, wir haben unsere Tokens und wir tun die in eine Plattform rein. Und dafür bekommen wir Zinsen, weil die Tokens von anderen Leuten entnommen werden, ausgeliehen werden und die hinterlegen dann eine Sicherheit. Und das heißt, über diese Sicherheit ist sichergestellt, dass wir unsere Tokens auch wieder zurückbekommen. Das Ganze läuft vollkommen automatisiert ab und eine dieser Landing-Plattformen ist Venus.io. Da haben wir unsere BNB-Tokens hingelegt und die arbeiten jetzt für uns und wir bekommen Venus-Tokens. Das ist ein sogenannter Governance-Token und den seht ihr hier in dem Schaubild. Diese Governance-Tokens, die kommen zum Beispiel aus den Landing-Plattformen raus. Unter anderem gibt es eben auch Airdrops und Airdrops sind insofern total spannend, weil das ist etwas, was diese Decentralized Finance Plattformen in regelmäßigen Abständen schon mal machen. Das machen nicht alle, das kommt aber immer so in regelmäßigen Abständen vor, wie ich gerade gesagt habe. Und der Sinn und Zweck davon ist, dass häufig diese Plattformen erstmal am Anfang keine Governance Tokens haben und die dann irgendwie an die User verteilen müssen. Das heißt, die Leute, die auf diesen Plattformen arbeiten, die geben ganz, ganz viel Vertrauen in die Plattform rein, weil es eben noch keine dezentralisierte Governance-Möglichkeit gibt. Also das heißt, man kann nicht voten, man ist diesem ganzen Protokoll ausgeliefert. Das heißt, die Entwickler, die dahinter sitzen, bestimmen, was passiert. Und weil man so viel Risiko eingeht, dadurch, dass man dann seine Assets da reintut, bekommt man irgendwann Governance-Tokens geschenkt. Und diese Airdrops, die passieren meistens völlig unangekündigt, das heißt, das Ganze fällt aus der Luft runter, wie am Fallschirm, wie auf dem Bild, und man steht unten und fängt das dann auf. Also das heißt, die Betreiber der Plattform, die Entwickler, die werden diese Airdrops nicht im Vorhinein ankündigen, sondern das kommt einfach irgendwann und das ist dann eben wie so ein warmer Regen. Da hat es einige sehr spannende Airdrops im letzten Jahr gerade gegeben. Und zwar auf der Ethereum-Plattform, auf der Ethereum-Blockchain gibt es Uniswap. Das ist ein Exchange. Und Uniswap ist ohne Governance-Token, ohne Voting-Prozess gestartet, weil zu dem Zeitpunkt, als Uniswap auf den Markt kam, gab es das noch nicht. Die Idee war noch nicht richtig da. Und dann später haben die also festgestellt, dass sie auch einen Governance-Token brauchen. Da war es aber schon zu spät, da gab es die Plattform schon. Und deshalb haben die einfach diesen Governance-Token an alle verteilt, die irgendwann mal auf der Plattform drauf waren. Und dieser Airdrop, der war zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, um die $4.000 wert. Das heißt, man hat einfach so $4.000 geschenkt bekommen. Wenn man dann die verkauft hat, hat man eigentlich einen kleinen Fehler gemacht, weil jetzt haben die sich im Wert versechsfacht. Zwischendurch hat es sich sogar verzehnfacht. Das heißt, wenn man diese Tokens gehodelt hätte, dann hätte man jetzt sehr viel Ertrag gehabt. Ich glaube, das wären dann irgendwas zwischen 20.000 und $40.000 wert gewesen, wenn man rechtzeitig verkauft hätte. Inzwischen ist der Kurs wieder ein bisschen gesunken. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das weiterentwickelt. Dann hat es die Plattform OneInch gegeben, die hat im Dezember 2020, kurz vor Weihnachten, einen Airdrop gemacht, der auch in ähnlichen Größenordnungen war. Und das sind so die prominenten Airdrops, es gibt aber auch viele kleinere. Und uns ist das, wir gehen jetzt nicht unbedingt hin und suchen diese Airdrops und hören mal so in die Gerüchteküche, wer jetzt als nächstes einen Airdrop machen wollte, weil wir kriegen das sowieso, denn wir sind auf so vielen DeFi-Plattformen unterwegs, dass wir automatisch überall irgendwo User sind und sicherlich auch den ein oder anderen Airdrop abbekommen werden. Das heißt, das ist ein Ertrag, der für uns abfällt, ohne dass wir wirklich was dafür tun könnten müssen, weil wir das sowieso die ganze Zeit machen. Und das heißt, Anschaffungskosten null und Ertrag eben, zum Beispiel $100 habe ich jetzt geschrieben, aber der Ertrag ist halt unbekannt und wir bekommen diesen Ertrag geschenkt. So, die zweite Möglichkeit ist das Staking, darauf gehe ich im
in einem der nächsten Videos ein. Das erkläre ich jetzt nicht. Und dann gibt es die sogenannten Launchpads. Und das möchte ich jetzt hier in diesem Video auch nochmal ganz kurz zeigen. Ein Launchpad, das ist im Prinzip sowas wie, also das gibt es zum Beispiel bei Binance, das gibt es aber auch an ganz vielen anderen Stellen. Binance macht das so, wenn, ich schalte nochmal kurz um, wenn die, die möchten gerne User auf ihre Binance Smart Chain bekommen. Und damit die User kommen, brauchen die natürlich auch interessante Projekte. Und die müssen deshalb diese Projekte irgendwie pushen. Und das machen die bei Binance zum Beispiel auf ihrer Webseite im Exchange. Unter Finance gibt es Binance Earn und da ist der sogenannte Launch Pool, heißt das bei denen. Und man sagt aber auch Launch Pad dazu. Und in diesem Launch Pool werden bestimmte Projekte, die Binance also auf ihrer Binance Smart Chain haben möchte, die werden da insofern gepusht, dass man dort BNB-Tokens einlegen kann, die wir ja sowieso haben, weil das ist vielleicht ein Coin, den wir hodeln. Das heißt, die liegen eh nur in unserem Wallet rum, ungenutzt. Dann nehmen wir die und legen die bei Binance hier in das Launchpad ein und bekommen dann dafür von diesem Projekt, das heißt Dodo, bekommen wir eben Dodo-Tokens. Und diese Dodo-Tokens, das sind also wieder Governance-Tokens, die zu der Plattform Dodo gehören. Das ist ein dezentraler Exchange mit einem bestimmten Ansatz. Der ist auch sehr interessant und sehr spannend. Und auch hier bekommen wir für unsere Tokens, die wir da einlegen, eben Governance-Tokens geschenkt. Und auch hier ist total entscheidend, wenn wir hier unsere BNB-Tokens einlegen, dann sind die nicht weg, sondern wir können die nach dem ganzen Vorgang wieder abholen. Die sind also im Prinzip festgelegt, bis dieser Launch vorbei ist. Dieser Launch läuft hier über 14 Tage. Diese 14 Tage liegen die da drin, dann kann ich damit nicht arbeiten. Ich kann die auch, glaube ich, nicht rausholen. Häufig kann man die auch mittendrin rausholen, dann fallen aber die Rewards weg. Und der ist hier am 19.02. losgegangen und der ist jetzt wahrscheinlich bald auch vorbei. Und ich habe da eben auch ein bisschen was eingelegt, weil ich diese Dodo-Tokens gerne hätte. So bescheuert der Name klingt. Und da habe ich jetzt schon 0,2312 Tokens verdient, die kann ich hier auch irgendwie abholen mit Harvest, dann sind die in meinem Wallet, das mache ich aber jetzt noch nicht, weil das ist jetzt zu wenig und das lohnt nicht. Ich lasse einfach meine BNBs hier jetzt drin liegen und lasse die arbeiten, bis dieser Launch vorbei ist, der geht jetzt hier eben noch 7 Tage und danach sind die, danach hole ich mir dann die Dodo-Tokens ab und guck mal, was ich damit machen kann, weil das Ganze ist ja auch ein Puzzle-Spiel, wo ich also im Prinzip, ich habe einen Teil und dann gucke ich mal, wo das ranpasst, weil ich kann mit den Tokens, die mit diesen Governance-Tokens in der Regel immer noch mal etwas mehr machen als nur voten. Und ich kann die natürlich auch auf dem Markt verkaufen. Ich zeige das auch mal gerade, zum Beispiel der Dodo, dass dieser Exchange, den gibt es schon, allerdings nur auf der Ethereum-Blockchain und Binance möchte jetzt gerne dafür sorgen, dass die auch in die, auf die Binance Smart Chain kommen. Und deshalb machen die hier so einen Launch und pushen das und hier werden insgesamt 1 Million Dodo-Tokens verteilt, ne, sieht man hier, über einen Zeitraum von 14 Tagen. Und wenn ich jetzt was stake, dann habe ich so irgendeinen Anteil an denen. Und dadurch, dass dieser Exchange schon auf der Ethereum-Blockchain ist, hat dieser Coin auch schon einen Wert und ist auch gelistet, zum Beispiel auf CoinGecko. Das ist eine der Seiten, wo man die Kurse nachgucken kann, coingecko.com. Und hier bei der Suche werde ich jetzt mal, suche ich mal den Dodo, den finde ich hier auch direkt. Und er hat zurzeit einen Wert von 4 Dollar. Also angenommen, ich bekäme jetzt 100 Dodo-Tokens, dann hätte ich ja schon 400 Dollar bekommen. Und einfach nur dafür, dass ich meine Tokens, die ich sowieso in meinem Wallet halte, jetzt mal für eine gewisse Zeit da rein tue und mir dann später wieder abhole. So, und das ist also im Prinzip der Kernansatz von diesem, von diesem ganzen DeFi, dass ich mir so viele Governance-Tokens wie möglich hole. Ich rufe noch mal kurz das Schaubild auf, das dauert ein bisschen. Ja, so.
dass ich mir also so viele Governance-Tokens hole, und zwar zu Anschaffungskosten von 0 und die dann zu einem bestimmten Kurs, der eben dann dem Tageswert entspricht, verkaufe oder wie so ein Puzzlespiel nochmal woanders einsetze, um dann noch mehr Governance-Tokens zu bekommen. Aber goldene Regel, Governance-Tokens niemals kaufen, weil wir kaufen das von Leuten, die die geschenkt bekommen. Das ist jetzt also der entscheidende Faktor im DeFi-Bereich, und im nächsten Video geht es dann jetzt weiter, weil jetzt wird es immer darum gehen, wie kriegen wir Governance-Tokens und wie können wir dafür sorgen, dass wir mehr davon bekommen.